Ja moin, willkommen zu Folge Nummer 91. Diesmal geht es am Gebirge weiter. Eigentlich sieht es doch schon ganz fertig aus. Aber nein, ich möchte gerne noch ein Vorgebirge gestalten. Und das soll hierhin kommen. An dieser Stelle soll das erste Element vom Vorgebirge platziert werden. In dem Bereich sollen dann auch meine neuen kleinen Bäume einen Platz finden. Das erste Modul oder Element meiner Vorberge ist fast fertig. Fehlt nur noch ein bisschen Begrünung und ein paar Slopes in Hellgrau. Das erste Element für meine Vorberge ist fertig. Und die Auflagefläche für das zweite Element steht auch schon bereit. Dort ist es. Und jetzt wird dieses auch noch begrünt. Das zweite Element ist jetzt auch fertig. Eigentlich wollte ich da noch ein paar Krüppelkiefern reinstellen, aber im Moment kommt bei uns keine Post an. Das liegt bestimmt an den Streik. Darum sind im Moment Briefe und Warensendung aus. Hier seht ihr den aktuellen Katalog aus dem Jahre 2023, der erste Teil Januar bis Juni. Nein, jetzt kommt keine Katalogbesprechung. Habt ihr euch schon einmal genau die Seite 70 angesehen? Auf Seite 70 ist im oberen Teil der Personenschnellzug 60337 aus dem Jahre 2022 zu sehen. Und im unteren Abschnitt müsste an sich der Güterzug ebenfalls aus dem Jahre 2022 die 60336 zu sehen sein. Aber nein, hier ist der Güterzug aus dem Jahre 2018, die 60198 zu sehen. Warum mag das bloß so sein? 701 Teile sind verbaut. Aus dem Grund ist auch wieder Schluss für heute. Die Windkraftanlage dreht sich.
Und zum Abschluss lasse ich die bereits angesprochene Eisenbahn 60198 über meine Anlage fahren. Diese stammt, wie bereits gesagt, aus dem Jahre 2018. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.